Trainingsideen für euer Torwarttraining. Part 4. Der Schütze steht seitlich am Fünfer und spielt einen flachen Ball Richtung Mitte. Diesen haltet ihr und steht sofort auf und lauft zum zweiten Ball, den ihr von der Mitte bekommt. Diese Übung ist bei fast jedem Profi-Torhüter Bestandteil des Warmmachens. Es geht hierbei um die Torwart-Basics, die richtige Schrittfolge und das schnelle Reagieren nach einem geblockten Schuss. Folgt mir für mehr davon.